Hallihallo und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir spielen 1-3 Wrackwanderung. Übrigens sind die Ladezeiten echt schön mit den Silhouetten im Hintergrund. Und hier treffen wir den letzten Kong. Und wieder ein neues, eine neue Musik. Und jetzt kann ich es auch sagen, ich höre mir tatsächlich so gut wie nur, wenn ich Musik höre, Donkey Kong Soundtracks an. Ja, von Donkey Kong Country Tropical Freeze meistens. Weil ich die echt schön finde. Also Respekt an das ganze Team, was die hier wieder auf die Beine gestellt haben. Ist echt episch. Und übrigens sind die Bonuslevel auch wieder mehr geworden. Als in, ja, Donkey Kong Country Returns. Zumindest habe ich den Eindruck, dass sie mehr geworden sind. Und hier ist Cranky Kong, der seinen Pogo-Stab hat. Ja, spring drauf! Hinten ist gleich mal ein Puzzleteil. Den Pogo-Stab aktiviert man übrigens, wenn man zweimal hintereinander A drückt. Also das erste Mal drücken, dann das zweite Mal gedrückt halten. Dann kann er auf Stacheln springen. Und ja, das kann echt praktisch sein. Allerdings, wie gesagt, wie ich in dem ersten Part schon sagte, so würde ich sagen, ist er echt der schwächste Kong von den ganzen. Und am stärksten ist selbstverständlich Dixie Kong. Aber ich möchte echt variieren in dem Let's Play. Und nicht nur alles mit Dixie Kong spielen. Aber mit Dixie macht Spaß. Bim bilim 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 bim bilim 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 bilim. Ja, das ist halt wirklich mein Lieblingsspiel. Und das wegen dem Soundtrack und allen Dingen, die ihr noch sehen werdet. Das Spiel ist echt genial. Übrigens, falls ihr euch jetzt fragt, wie kann man denn überhaupt dann zwischen Diddy, Dixie und Cranky entscheiden, stehen dann da drei Fässer oder wie? Nee. Die Fässer rotieren und du kannst dir dann quasi einen Kong aussuchen. Jetzt muss ich mir ein Herz opfern. Für das Puzzleteil. Ich möchte eigentlich nicht im dritten Level einmal sterben. Ja. Bin aber auch dumm. Aber dort oben ist schon wieder unser Freund Cranky Kong. Auch wenn Cranky Kong wahrscheinlich nicht so beeindruckt von meinem Intro war. Was ich auch verstehen kann. Ich denke, es hat ihn wirklich sehr gestört, dass ich ein Fake Donkey Kong Country Game Boy Color Modul habe. Aber ich habe halt kein Originales gefunden. Okay? Und ich wollte das Intro halt so gerne machen. Für mein Lieblingsspiel. Na komm, geh da hoch. Ein Bonus. Aber man muss auch wieder hier kritisieren. Gerade in den Bonusräumen sieht man, dass das Spiel besser aussehen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber in dem jetzt gerade nicht unbedingt. Aber die Münzen im Hintergrund sind sehr unscharf. Sehr verpixelt, wirklich. Das hätte man echt besser machen können. Aber es geht ja um den Spielspaß, ne? Natürlich, Grafik ist heutzutage auch sehr wichtig. Allerdings ist das Level auch ein Level wieder mit einem Secret Exit. Und wir werden in diesem Part wirklich Nostalgie pur erleben. Also ich hoffe, ihr bleibt dran. Denn das passiert nämlich gleich wirklich schon. Wir müssen einerseits hier hoch, dann ist hier ein Puzzleteil.
Oh ne, wie man sieht, hier oben war es das noch nicht. Hier ist das Grammophon von Cranky Kong aus Donkey Kong Country 1. Wir haben es Let's Played, im Intro sieht man es und hört einfach hin. Hier spielt die Titelmusik von Donkey Kong Country 1, was fast 20 Jahre früher erschienen ist. Und dort oben ist das Secret Exit. Ich war gerade ein bisschen zu blöd, um dort hochzukommen. Ja, wirklich sehr schönes Easter Egg. Und das ist echt toll. Hier spielt sie immer weiter. Es gibt auch wieder dieses Kong, was man nach jedem Level erreichen kann. Dann bekommt man wieder ein paar Goodies, wenn man es halt oft genug drückt. Wirklich gut drin bin ich nicht, aber naja, ist ja nicht schlimm. Jetzt holen wir noch schnell den Secret Exit. Übrigens auch eine Erneuerung seit Returns, eigentlich auch etwas, was wieder zurück ist, ist, dass die Kongs wieder auf der Overworld herumlaufen und nicht diese komische Drecksmünze da ist. Das war nämlich echt schade. Nein, das wollte ich euch nicht wegmachen. Weil diese Sequenzen sehen in HD wirklich schön aus, auch wenn ihr es nicht sehen könnt, ich weiß. Ja, ich wollte springen. Wir müssen eh nur noch durch. Was halt auch ein Kritikpunkt sein kann, ist, dass die Secret Exits fast immer am Levelende sind. Aber wir werden auch noch Krankes erleben, wirklich. Was noch nie ein Mario vorgemacht hat. Das werden wir in dem Spiel auch erleben. Klar, man kann halt argumentieren. Ach Mann, warum bin ich denn gerade so blöd dafür? Hallo? Dass die Secret Exits von Mario geklaut wurden. Ja, kann man machen. Stimmt auch irgendwo, aber sehe ich jetzt nicht so. Ich finde schön, dass wieder was Neues kam. Das ist innovativ und passt auch irgendwo gut zu Donkey Kong rein. Zeige ich euch mal den Weg. Hier muss man nichts drücken. Wir speeden hier jetzt wirklich einfach durch. Wenn die Level eigentlich zu schön sind, um das zu machen. Wirklich, ich finde die Level schön. Deswegen will ich die Speedruns gar nicht machen. Aber ich denke, ich mache sie. Zwar nicht alle. Und wenn, dann auf meinen 200% Account. Auch wenn ich da schon welche gemacht habe. Aber ich möchte, wenn, dann dort alles vollständig haben. Was hier drin ist, kann man jetzt auch mal... Ach, eine Sprungfeder ist dort drin, okay. Perfekt. Übrigens, die K- und G-Buchstaben sind natürlich wieder relevant im Spiel für die K-Level. Und jetzt gehen wir zum ersten Secret-Level der Welt. Und ich habe wirklich dolle Halsschmerzen. Ich weiß nicht mal, ob man das hört. 1A, hopp, hopp, hurra. Ich denke mal, das ist ein Level, wo man echt sterben kann. Aber wir werden nicht sterben, doch nicht in der ersten Welt, oder? Natürlich ist es durchaus möglich. Aber möchte ich natürlich nicht. Und bei euch sieht das jetzt halt nicht so schön aus. Aber es geht wirklich klar eigentlich. Und ich werde jetzt euch gleich mal die Kung Pao von Cranky Kong zeigen. Was das bedeutet, weiß ich immer noch nicht. Und wir hören erneut einen neuen Track. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim.
Noch Mann, jetzt soll ich zu Dixie wechseln. Ja, dann zeige ich sie euch von Dixie. Ist ja auch nicht schlimm. Es sollte doch ein gutes Let's Play werden. Mann, jetzt enttäusche ich mich selbst. Weil ich nicht so scheiße in dem Spiel bin eigentlich. Muss ich das einsammeln? Nee. Ja, ich zeige euch jetzt trotzdem die Kong-Pow von Dixie Kong. Sie gibt einem mehr Leben. Also mehr Herzen. Quasi kostenlose Extra-Herze. Sie kann euch also bis auf 8 erhöhen. Und hier kriegen wir es mit Ziplining zu tun. Ist auch echt cool. Also man merkt, auch diese Level sind wieder innovativ. Auch wenn man jetzt argumentieren kann, ja, das Spiel hat weniger Level. Es ist trotzdem schön, okay. Ja, hä, wie hätte ich das jetzt kriegen sollen? Ich will ja auch möglichst alles sammeln. Ja, ist egal. Also auch die ganzen Münzen und sowas. Ja, das kann man echt machen. Das ist ein Up. Und übrigens, wie ihr seht, es kann immer mal so eine Bananensache rauskommen. Also, es kommen dann einfach gefühlt 20 Bananen. Und die müsst ihr dann halt einsammeln. Innerhalb des Zeitlimits. Die kommen halt meistens aus dem Boden, wenn ihr es rauszieht. Nein! Wenn das ein Puzzleteil war, ne? Aber ich glaube, nein. 2 von 5, naja, keine Ahnung. Ich glaube echt, nein. Die kamen, glaube ich, erst alle später. Hier müsste eins sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Nö. Warum auch? Auch in diesem Spiel gibt es also wieder sehr, sehr gute Puzzleteilverstecke. So kommt man hier hoch. Man muss einfach auf dem Gegner herumspringen. Und hier ist ein Bonus. Wieder ein anderer. Ja, hier gibt's echt viele. Naja, geht eigentlich. Man sieht sich trotzdem sehr, sehr schnell satt an den Bonusräumen. Finde ich. Hier mal wieder eine schöne Kamerafahrt. Ist echt schön, immer zwischendurch sowas zu haben. Oh Gott. Aber wie gesagt, in diesem Level kann man echt sterben, wenn man sowas mit den richtigen Timing nicht drauf hat. Und die Musik ist echt toll. Nee, ich glaube, wir haben alles. Bisher. Was ist hier Schönes? Eine Art Schleife. Was ist das? Eine Münze. Wir werden übrigens die ganzen Bananenmünzen brauchen, glaubt mir. Und hier nicht denken, dass man sich auf den Gegner draufschießen muss. Nein, das habe ich auch am Anfang gedacht. Einfach so hier. So einfach geht's. Na gut, einfach ist es jetzt eigentlich nicht, aber... Ich wollte eigentlich die Münzen holen. Hab's aber versaut. Hier ist das letzte Puzzleteil. Wirklich ein tolles erstes Secret Level. Können ja mal hier versuchen, noch die ganzen Bananenvögel einzusammeln. Also die ganzen Bananen davon. Mache ich eigentlich nicht sehr oft.
Kann man aber mal machen. Wirklich schönes Level. Für ein Level haben wir auch noch Zeit. Übrigens, dieses Let's Play hat natürlich mal wieder TikTok entschieden. Und wir machen, denke ich, gleich mal das zweite Secret Level. 1B Dickicht im Dunst. Das ist echt ein cooles Level, denn es ist ein... Wir warten noch. Ladevorgang. Es ist ein... Silhouetten-Level. Und hier sehen die Kongs echt cool aus. Jetzt gleich mal das erste Puzzleteil. Meistens vergesse ich hier zwei. Ich versuche es diesmal nicht, die zu vergessen. Und hier sieht man mit Schlagen, na, kann man sie stoppen. Eigentlich wollte ich nicht Dixie, sondern Cranky. Damit wir seine Kong Power auch mal sehen. Am liebsten würde ich es machen, wenn mehr Gegner da sind. Bim, 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 bim. Wieder ein neuer Soundtrack. Und der ist auch so episch. Wirklich, dieses Spiel. Ich weiß nicht. Es ist einfach toll. Was hier Retro Studios wieder gemacht hat, ist krass. Retro Studios hat ja das ein oder andere gute Spiel schon entwickelt. Wie eben. Och man. Mario Kart 7 oder Donkey Kong Country Returns. Ja, Retro Studios hat Mario Kart 7 entwickelt. Und weil hier viele Gegner sind, mache ich jetzt den Kong Pow. Von Cranky. Haben wir den auch schon gesehen? Wie ihr seht, die Gegner verwandeln sich in Münzen. Also wirklich auch wieder das Schwächste hat Cranky. Und das Stärkste Dixie. Also Dixie ist wirklich für die... Ich will nicht Anfänger sagen. Weil jeder sollte den Kong benutzen, mit dem er am liebsten spielt. Ich spiele ja auch gerne mit Dixie. Weil es einfach Spaß macht. Natürlich, ich habe in meinem ganzen Leben wahrscheinlich immer nur zwei Level mit Cranky Kong gespielt. Weil es mir mit Cranky Kong eigentlich nicht so viel Spaß macht. Wenn ich ehrlich bin. Das soll nicht heißen, dass er schlecht ist. Macht mir halt einfach nur am wenigsten Spaß. Da ist das O. Nehmen wir einfach den Gegner. Die ist auch in Returns, glaube ich, gab, ne? Ach, hier ist was. Kann man echt immer leicht übersehen, sowas. Kommst du zurück? Hallo! Das ergibt nämlich auch ein Puzzleteil, wie ihr seht. Oh ja, wirklich. Die Arbeit an der Musik, man merkt, dass sie gut ist. Und jetzt hier ein Puzzleteil, was man echt auch einfach übersehen kann. Hier. Hier bildet sich nämlich ein Stern durch die Blätter. Ja. Ob man das jetzt sieht, weiß ich nicht. Ich muss es auch nee, ich hab's nicht nachgeguckt. Ich wusste es halt, weil ich ja davor das Let's Play geguckt hatte. Und das war auch die richtige Entscheidung. Hier ist gleich mal das nächste Puzzleteil. Das sechste. Bisher sieht es echt gut aus. Was ist hier so schönes? Ein Fass. Ja, wechseln wir mal durch zu Diddy. Auch wenn eigentlich für das letzte Puzzleteil wirklich Dixie am besten ist. Werdet ihr noch sehen, warum. Ist halt einfach so. Das siebte. Und ich glaube, wir haben wirklich bisher alles. Das ist schön. Und wirklich, man kann auch echt gerne auf den Hintergrund achten. Denn der ist echt wirklich epic. Und
von Tropical Freeze mal wieder. So wie halt schon immer die Hintergründe bei Donkey Kong Country waren. Echt episch. Und wir wechseln jetzt auch zu Dixie. Sorry. Hier ist das vorletzte Puzzleteil, also hier muss man es hochziehen. Und dann hier einfach runterrollen. Dann hat man es. Und hier ist das letzte. Und das ist wirklich asozial, da man nicht viel Zeit für hat. Also wirklich am besten stehen bleiben. Aber wir haben auch das im First Try geschafft. Auch das Level. Ja, war jetzt nicht so gut, aber hat gepasst. Und ich muss wirklich loben, wie lang die Level alle sind. Nein, Dixie! Wir wollten das doch zusammen beenden. Alter, ich will jetzt hier nicht sterben. Und perfekto. Wir haben doch alles, oder? Yep. Wir haben auch echt einiges wieder in dem Part geschafft. Ja, wir sind einmal gestorben, das ist mies, aber naja. Ich muss ja auch noch echt viel erklären. In den ersten zwei Parts ist das immer zu schlimm. Mir ist echt warm. Im nächsten Part machen wir dann mit 1-4 Wipfelwirrwarr weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen der eure Aufmerksamkeit dieses Parts Donkey Kong Country Tropical Freeze. Sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.